Da das Gebiet ja leider für Kaffee und für Dings nicht so gut geeignet ist, müssen wir einen kleinen Alternativplan fassen. Es sind nicht gerade die idealsten Bedingungen, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber irgendwie kommen wir jetzt ein bisschen besser voran. Ah, zwei Leute arbeiten an der Zementfabrik. Das ist doch schon mal gut. Ja, ich Schauen Sie sich um, Präsident. Die Müllberge wachsen. Giftiger Rauch erfüllt die Luft. Mutter Natur leidet. Ich sag ja, es heißt immer nur Bau, 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 du Penner. Hauptsache du baust. Ach komm, bauen wir das Ministerium mit der Junta. So. Exportieren Sie edle Juwelen. Hey, Kumpel. Ich habe wieder das Gesindel aus der Heimat im Nacken. Sie wissen ja, wie das ist. Weiß ich das? Ich weiß es nicht. Sie wollen, dass sich die Wirtschaft einer aufstrebenden Nation ankurbelt. Als Junge haben wir das nie gemacht und sehen Sie mal, was wie gut wir uns entwickelt haben. Könnten Sie also teurer Schmuck für uns exportieren, so sind alle zufrieden und vielleicht fallen auch ein paar Kokosnüsse für Sie ab oder wie auch immer Ihre Währung sein mag. Jetzt sind Sie verschmutzt. Seht euch die Müllberge an. Alles giftiger Abfall. Das ist unsere Schuld und wir sollten alles tun, um es ungeschehen zu machen. Das war's zur Umwelt. Nächste Woche Bibliothek und Beitragsgebühren. Supi. Bibliothek und Beitragsgebühren. Hm? Oh, ich hasse das, wenn die alles unvollständig stehen lassen. Ich hasse das. Das mag ich überhaupt nicht haben. Ihr seht es ja hier, die Zementfabrik halb fertig, die lassen sie stehen. Na gut, das Wohnhaus, das bearbeiten sie jetzt fertig. Aber trotzdem, solche Sachen mag ich normalerweise überhaupt nicht. Wenn sie solche halben Sachen, kriege ich die Krise. Okay, da würde es 15 Megawatt produzieren. Hier, ihr seht, bei den Windturbinen kommt es tatsächlich auf die Höhe an. Hier produzieren sie fast dreifach so viel. Aber wir müssen da echt eine Straße hochbauen, damit die Bauarbeiter da hinkommen. So. Haben wir eigentlich einen Vulkan? Ja, wir haben wieder einen Vulkan auf der Insel. Kann man übrigens sehr schön auch auf der Minimap sehen, wo der Vulkan sitzt. Aber der ist für uns aktuell, zumindest hoffe ich, ist außer Reichweite. Nee, ist er nicht. Im Gegenteil. Scheiße. Oh. Viel zu tun und viel zu wenig Zeit, liebe Leute. Kommt das einem bekannt vor? Ich glaube schon, ja. Aber auf jeden Fall läuft es momentan einigermaßen besser. Die Zementfabrik nimmt jetzt auch so langsam Gestalt an. Das ist schön. Das freut mich sehr. Wie sieht es mit den Kriminellen aus? Die Karte hier ist sauber, aber am Hafen ist die Karte dreckig. Ich weiß, super. Wie kann eine Karte dreckig sein? Ja. Was soll ich dazu sagen, liebe Leute? 4500. Sechs neue Einwanderer für Tropico, das ist doch schön. Probieren Sie das neue Presidente Müsli. Die Welt ist in Gefahr, nur wir können den Planeten retten. Aus Substanzen, die nicht mal Tiere fressen würden. Ein Müsli kann gar nicht biologisch genug sein. Aber die Marke Presidente läuft gut, oder? Klar, er ist so beliebt, dass ich unter seinem Namen einfach alles verkaufe. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das haben wollt. Ihr könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das mit dem Vorlese hier weiterhin haben wollt oder ob ich das mit dem Radio... Ich weiß nicht, kann man das Radio ausmachen? Müsste ich gucken auf Screen. Aber wollt ihr sonst, dass ich das Radio ausmache? Nervt euch das eher oder... Ja, könnten wir theoretisch ausmachen. Nervt euch das oder gefällt euch das? Schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Und also ich werde jetzt, denke ich mal, erstmal nur eine oder zwei Sessions aufnehmen. Es wird übrigens dann von Tropico nur ein Video pro Tag rauskommen, statt wie bei Kingdom Hearts 2 Videos pro Tag. Und ich denke mal, zwischenzeitlich wird dann das Replay zu Crash Bandicoot 1 beginnen. Aber sonst werde ich nochmal ein Leckschnacken dazu fertig machen. Präsidente, es geht schon wieder um den Status von Taiwan. Ich weiß zwar nicht, wo es liegt,
Ich brauche mir das gar nicht erst großartig durchzulesen. Ich habe nur gesehen, USA und China, da habe ich gleich gegen China entschieden, weil USA, die könnten uns angreifen. Deswegen sollten wir es uns mit denen nicht verscherzen. So, wir bauen jetzt da eine Mülldeponie, genau. Die Zementfabrik arbeitet auch schon, das ist gut. Wie sieht die Oberschule aus? Die Oberschule ist fast voll, aber dafür sind die Leute nicht so viel vorhanden. Exporte erhöhen. Präsidente, mögen Ihre Kamele gesund und Ihre Zukunft kinderreich sein. Ich möchte handeln. Das hatte ich ja schon gelesen. Man sagt ja, das Schiff sei das Kamel, Kamel des Meeres. Als Kenner von Kamelen kann ich nur bestätigen, dass da was Wahres dran ist. Darum möchte ich Sie bitten, mir viele Schiffe beladen mit Rindfleisch für meine vielen und launhaften Frauen zu schicken. Exportieren Sie 500 Rindfleisch. Sie erhalten $5,000, wenn Sie diese Aufgabe annehmen. Belohnung 15 plus 15 Beziehungen zum Mittleren Osten und ein Kamel. Ja, wir nehmen den einfach mal an. Was kommt hier? Oh. Während unserer allabendlichen Messerstechereien habe ich und die Jungs festgestellt, dass sie mehr Gas geben müssen. Also los, sonst lernen sie El Diablo kennen. Oh, immer diese müden Drohungen, ich finde das immer so toll. Jeder weiß, dass wir die besten Güter haben. Klar, dass diese dreckigen ausländischen Hunde, das steht hier, ich kann nichts dafür, verrückt danach sind. Und wenn sie die tropikanische Qualität erstmal im richtigen Einsatz erleben, werden sie überwältigt sein. Exportieren sie 4000 Güter in 5 Jahren. Belohnung 15 Ansehen bei den Nationalisten, Versagen minus 5 Ansehen bei Nationalisten. Gut, das hat mit Gütern zu tun, also mit Handel. Das ist ja friedlich und können wir das ruhig annehmen. Wir haben sogar schon einen großen Teil davon exportiert, das ist doch gut. Also solche Aufgaben von den Nationalisten nehme ich ruhig an, aber wenn solche Sachen irgendwie Ausländer betreffen, wie ja, setzen sie in der Einwanderungsbehörde das so und so hin, das werde ich dann nicht machen. Weil, warum sollte ich es tun? Aber in dem Fall, Handel können wir machen. Das ist nicht das Problem. So, dann bauen wir hier einmal ein Zollamt. Dann würde ich gerne noch eine Einwanderungsbehörde bauen. Wir machen hier daraus so eine kleine Regierungsstraße quasi. Dann müssen wir nochmal die Straße setzen. Oh. Hier habe ich ein bisschen blöd gebaut. Ich sehe das schon. Aber so geht's. Sieht zwar nicht schick aus, aber egal. Hauptsache, es läuft. So, die beiden hatten wir ja vorher schon. Zollamt steht eben halt dafür, um die Exporte zu fördern. Und Einwanderungsbehörde, damit wir mehr Leute reinkriegen. Und da ich jetzt noch das Geld habe und es einfach kann, werde ich jetzt auch gleich die Hochschule bauen. Nämlich direkt hierhin. Und danach werde ich erstmal weitere Wohnhäuser bauen, damit die Leute versorgt sind. Gut, die Sturmschäden haben wir beseitigt. Das ist schon mal gut. Und wir sind etwas gestärkt aus dieser Katastrophe hervorgegangen. Bloß das Problem ist halt immer noch dieser gewaltige Abstand zum Hafen hin. Und die beiden Gebäude werden immer noch nicht gebaut. Die Wohnung ist fast voll, okay. Verbessern Sie Ihren Palast. Oh, ruhmreicher Präsidente. Alles, was Sie betrifft, sollte groß sein. Auch Ihr Palast. Ihr Palast könnte und sollte besser sein. Zeigen Sie dem Pöbel, wer das Sagen hat. Das ist ganz sicher Geldverschwendung. Kaufen Sie alle Palast-Upgrades. Belohnung plus 15 Ansehen bei Loyalisten. Minus 5 Ansehen bei Kapitalisten. Ja, das nehmen wir an. Also wir können übrigens maximal nur 5 Aufgaben annehmen. Mehr geht nicht. Und ich musste kurz husten, Entschuldigung. Ihr seht, wir sind schon 7 Jahre im Amt jetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir im ersten Spiel durchgehalten haben, aber auf jeden Fall nicht so lange wahrscheinlich. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob ich schon die ersten Turbinen bauen soll. Erstmal werden wir das hier upgraden. Das war Hochtemperaturofen. Die Mülldeponie erzeugt weniger Verschmutzung. So, was haben wir jetzt hier? Ehrwürdiger Herrscher,
Der mächtige chinesische Jacha hat eine Bitte an Sie. Unsere großartige Nation braucht viele Rohstoffe, um ihre Wirtschaftsreform des mächtigen Tigers zu starten. Die chinesische Kommunistenpartei und ich möchten Ihre ehrenwerte Person um Hilfe bitten. Können Sie uns günstig mit Ziegenkäse versorgen? Können wir machen, ja? Oh, Alter! Präsident, wie Sie wissen, stehen die hiesigen Wahlen unter der Beobachtung der Vereinten Nationen. Umwelt. So, wen können wir loben? Oh, UdSSR. Also ihr seht, unser Ansehen bei den Fraktionen sieht auch diesmal viel besser aus. Deswegen loben wir einfach mal die USA, aber dadurch steigern wir nämlich unser Ansehen ein bisschen. Geringe Verschmutzung. Bürger von Tropiken, die Bedeutung der kommenden Wahlen hat mich zu euch geführt. Wir sind unseren Zielen einen Schritt näher gekommen. Der Sieg ist fast unser, aber wir dürfen noch nicht aufgeben. Wir geben später erst auf. Auch schön. Ja, es gibt Probleme. Mhm. Es wird immer Probleme geben. Besonders in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation. Die Verschmutzung in den Städten, von der ich in den letzten Tagen viel hörte, ist eines davon. Und es wird eine Lösung geben, wie sich auch alles andere auflösen wird, sobald sich die Weltwirtschaft stabilisiert hat. Die Vereinigten Staaten, welche den Tropikanern und allen Menschen auf der Welt bei der Verteidigung der Freiheit und der Demokratie helfen, verdienen unseren Respekt, unsere Dankbarkeit und unsere Freundschaft. Unsere enge Beziehung und gemeinsamen Ideale werden uns dabei helfen, einen Weg zu finden und alle Herausforderungen zu überwinden. Ich habe große Pläne für Tropico. Pläne, die von jedem nachempfunden werden können, sogar von den weniger Glücklichen unter euch. Während meiner nächsten Amtsdauer werde ich persönlich dafür Sorge tragen, dass die Verschmutzung auf der Insel unter Kontrolle gebracht wird. Es ist unsere Aufgabe, in diesem Kampf zu siegen. Ja, diesmal steht das auch für unsere Wahl viel besser als beim letzten Mal. Da könnt ihr mal sehen, was so ein Schwierigkeitsgrad alles ausmachen kann. Das ist echt unglaublich. Ihr habt jetzt gesehen, während die Rede gehalten wurde, habe ich einfach mal zwei Ranges gebaut für die Ziegen, damit wir den Chinesen mit Ziegenkäse versorgen können. Damit wir die Quest nämlich auch abschließen können. Und Rindfleisch müssen wir auch noch... Oh Gott. Viel zu tun. Viel zu tun, liebe Leute, und viel zu wenig Zeit, so ist das. Wir nehmen jetzt fast eine Dreiviertelstunde auf, sehe ich gerade. Ich glaube, ich sollte mal ein zweites Baubüro bauen, kann das sein? Die kommen gar nicht mehr hinterher. Wir bauen mal ein zweites Baubüro. Und ich glaube, auch ein zweiter Fuhrpark ist nicht verkehrt. Also wir werden, mit einem einzelnen werden wir nicht auskommen. Sag ich schon mal so. Obwohl, den Fuhrpark können wir eigentlich direkt an der Front bauen, wollte ich schon sagen. An der Handelsfront. Nämlich hier. Ich glaube, dann würde das auch mit dem Transport viel besser funktionieren. Deswegen bauen wir das gleich direkt hier vorne hin. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ziel erreicht. Was haben wir denn für ein Ziel erreicht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir ein Ziel erreicht. So, wir haben jetzt ein kleines Plus. Zufriedenheit liegt bei 52%. Und wir haben 124 Leute. Bevölkerungstechnisch. Gut, wir kriegen ein bisschen Kohle von der UdSSR und den USA. Oh, El Diablo hat etwas gegen ihre Einwanderungspolitik, Präsident. Wie soll eine echte Tropikaner Arbeit finden, wenn ganze Herrscharen von Einwanderern unsere Insel heimsuchen? Vielleicht, weil die Tropikaner zudem nicht zum Knallen sind? Mal daran gedacht? Überdenken Sie Ihre Einwanderungspolitik oder Sie bekommen den Zorn von El Diablo und den Nationalisten zu spüren. Ja,
Glückwunsch, Präsidente. Sie haben die Wahl gewonnen. Die Leute sind froh, dass es nicht zu Tumulten kam. Sie vertrauen Ihnen und unserer jungen Demokratie. Das Ergebnis lautet 93 Stimmen für Sie und 12 Stimmen gegen Sie. Seien Sie nicht überrascht, wenn die Leute zukünftig mehr von unserer Demokratie erwarten. Reist er in die USA, um Lesungen zu freien Wahlen, Planung einer Zivilgesellschaft und nachhaltiger Demokratie abzuhalten. Nächste Station seiner Tour, die Schweiz.